Moin Moin, wir heute wieder in Hamburg. Nicht nur eine spektakuläre Location, sondern auch ein spektakuläres Gericht. Ja, ich erkläre mal, der Timon fängt an. Und zwar haben wir heute einen Spieß mit Gartengemüse. Also es sind eigentlich eingelegte Essigradieschen. Und wir haben Curry-Perlzwiebeln, ganz leicht, mit ein bisschen Sichuan-Pfeffer dran. Die spießt jetzt Timon jetzt auf dem Spieß. Genau, dann gibt er mir nochmal einen rüber. Ja, einfach, die werden hier so gespießt. Nochmal hier so eine Perlzwiebel. Machen wir mal ein paar fertig. Der Thunfisch wird einfach seitlich dünn runtergeschnitten. Am einen Ende aufgerollt. Und ja, die beiden Gemüse, die Radieschen und die Perlzwiebeln, die sind quasi gepickelt. Die sind in Essig, ein bisschen Estragon, Salbei, Lorbeer und Zitronenzeste eingelegt und ein wenig gegart. So, jetzt haben wir hier so eine zwei wunderschönen Spieße. Und jetzt haben wir hier eine ganz einfache Mayonnaise gerührt. Da ist ein bisschen Sojasauce reingerührt, ganz leicht. Die spritzt der Timon jetzt so abwechselnd wie eine kleine Treppe da dran. Dann haben wir hier Kresse. So, das sieht ja schon mal ganz lecker aus. Ja, jetzt haben wir hier so einen kleinen frischen Spieß. Ja, saftige Zwiebeln, eine feurige Radieschen, ein bisschen Dip und der leichten Kresse. Um da jetzt noch den Kick reinzukriegen, haben wir hier ein Glas mitgebracht. Auf unserem kleinen selbstgebauten Tisch. Und da kommt der Spieß jetzt rein. So, jetzt haben wir hier Buchenholz. Buchenholz ja ganz klassisch zum Räuchern, aber wir werden dieses Gericht jetzt in diesem Glas räuchern. Der Timon hält das darüber. Jetzt lassen wir ihn kurz anbrennen. Das reicht schon fast, ne? Bevor er wieder ausgeht. Dann schmeißt der Timon den da rein, macht den Deckel drauf. So, und jetzt erstickt die Flamme. Es bildet sich Rauch. Und es wird halt einfach kalt geräuchert und wir kriegen ganz, ganz leichten Rauchgeschmack. Wenn Sie nun dieses Glas öffnen, dann haben Sie gleich als Gast diese rauchigen Aromen in der Nase. Super frische Buche. Dann nimmt man sich so ein Ding einfach raus. Ja. Nimmt das so wie ein Schoschlik-Spieß. Der Thunfisch hat so ein bisschen kaltes Raucharoma abbekommen. Ja. Ganz leicht, ne? Nichts mit einer wirklich ganz, ganz dezenter Rauch. Wie eine Prise Salz einfach nur. So, das war's aus dem Elbtunnel von Rolling Tales. Wir sind raus, ne? Wir verabschieden uns und machen uns auf den Weg. Tschüss.